Guten Morgen. Ja, das Video hier wird etwas ganz etwas anderes, beziehungsweise mal ein etwas spezielleres Video auf meinem Kanal. Und zwar wird das Ganze jetzt eine Art Interview werden. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, also vor ein paar Wochen, habe ich halt über diesen Rockschuppen, wo ich halt bin, wo ich halt öfters menke, da habe ich immer mal einen Kumpel. Und dann wiederum hat noch jemand anderen kennengelernt, also ein Mädel, also in Anführungszeichen Mädel, mit dem ich mich heute treffe und ein kleines Interview führe. Und zwar geht es um das Thema Transgender, weil sie halt eigentlich eher ein Kerl ist, beziehungsweise eigentlich ein Kerl werden möchte. Wie gesagt, das ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Und ich fand eigentlich, das war von der Thematik her eigentlich ein sehr interessantes Thema eigentlich, was man mal so als Quatschformat auf meinen Kanal mitbringen könnte, also so ein Thema zum Besprechen. Und was bietet sich da eigentlich mehr an, als da jemanden zu interviewen, der, sag ich mal, direkt mit dem Thema zu tun hat. Und ja, wie gesagt, Jack ist der Name der netten Person, mit der ich mich dann heute Nachmittag treffe. Ich werde dann jetzt erstmal euch mitnehmen, also die Kamera erstmal mitnehmen, weil ich muss eigentlich noch auf Arbeit, ich muss erstmal noch arbeiten, bis ich erst mir das Wochenende verdient habe. Und ja, da würde ich sagen, Schnitt setzt mal ab hier und dann bis später. Früher Morgen, wunderschön kalt ist das war, Alter. Richtig geil. Ich dachte, ich nehme mich mal kurz auf den Weg mit zur Bahn. Und dann guckt es euch mal an. Wie im Tiefsten. Ah. Schön cool. Schön cool auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, noch kleine Vorinfo nebenbei. Und zwar habe ich Jack die Fragen schon vor ein paar Tagen geschickt. Zwecks emotionaler Einstellung und so und eventuell, was man darauf antworten könnte. Deswegen ist es sozusagen wie eine Prüfungsvorbereitung gewesen, für die er lernen musste. Und sozusagen heute ist sozusagen Abfragetag. Und ja, so ist das Ganze ungefähr. So, na denn, wie gesagt, ich begebe mich jetzt erstmal, wie gesagt, zur Bahn und ja, nach dem Arbeitstag sehen wir uns dann wieder. Bis denn. Arbeitstag ist nun vollbracht und guten Tag, sage ich euch. Und ja, komm her. Danke, danke. Jo. Mal sieht man dich überhaupt so ein bisschen richtig? Ich bin zu groß. Du bist zu groß. Ja, rutsch mal nach vorne. Warte mal. Oder willst du das auf einer Probe machen? Können wir auch machen. Ich hab doch genug Bücher hier. Warte mal, ich kann auch am Stativ selber ein bisschen was rumdrehen. Warte mal. Ich würde sagen, das lassen wir einfach alles so drin am besten. Das spart mir nämlich das Schneiden. Ja, aber ich rutsche mir noch ein bisschen zurecht. Ja, nur dann passt das ja. Jetzt hau nicht ab, ich stinke nicht. Komm her. So, ich habe es heute Morgen schon angekündigt, um was es heute ungefähr gehen soll. Willst du dich kurz vorstellen? Mit richtig oder gleich mit deinem eigenen Selbst? Ja, mein selber. Eigentlich auch der Name, nehmen wir mal Jack, war. Mhm. 19 Jahre alt. Studiere und gehe jetzt demnächst hoffentlich, wenn meine Psychiaterin endlich da ist, meinen Transweg. Ja. Ist natürlich, leider muss man auch dazu sagen, etwas spezielleres Thema, als jetzt jemand sagt, oh, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, was mittlerweile, sage ich mal, Teil des Alltags geworden ist mittlerweile. In der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Ja, es kommt doch schon häufig vor. Ich kann zumindest sehr viele, die den gleichen Weg gehen wie ich. Kannst du mal kurz dein Handy entfernen? Ja, weil wir haben uns über WhatsApp, ich habe es ja heute schon gesagt, wir haben uns ja Fragen geschickt, oder beziehungsweise ich habe mir ja Fragen ausgedacht, die ich halt an dich stellen will. Das wurde zum Glück so offiziell abgehakt sozusagen, wie wir es noch gehört, wo hieß es dann, gut, das nehmen wir, also das eine, das haben wir ja rausgenommen. Und deswegen lese ich das jetzt einfach mal so, einfach mal von deinem Handy einfach mal ab, weil meins ein Ladekabel dranhängt. Gut, erste Standardfrage fast, wann hast du sie gemerkt eigentlich? Beziehungsweise wann war so das erste Jahr, wo du gedacht hast, Ja, ich muss jetzt lügen, ich war 16. Nicht lügen. 16 oder 17. Kann man nicht sagen. Ja, also es ist halt, am Anfang ist es dir egal. Mhm. Als Kind und dann fühlst du dich halt
du verhältst dich so, wie du dich verhältst, jedem ist es egal, es ist so, es ist noch ein Kind. Diese typische Pubertätsphase, wo jeder mal so ein bisschen durch den Wind ist und ich weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist. Ja, genau. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich schon immer männlich verhalten quasi. Irgendwann ist die Gesellschaft und deine Familie halt quasi sind dann irgendwann so, ja, du bist jetzt weiblich, du musst dich so verhalten, ne, dich so kleiden, machen, was wir dir sagen quasi. Dieses Gesellschaftsbild halt widerspiegeln. Und ja, mit 16 habe ich dann irgendwann mal dieses Wort Transgender aufgeschnappt und gefunden und gelernt, was es ist und konnte mich halt damit identifizieren und dementsprechend lief das dann halt so ab, wie es jetzt abgelaufen ist. Ja gut, dass jetzt natürlich jetzt, wenn man sich so, dass man sich als Mädchen so in Phase Pubertät vielleicht auch mal nicht so diesen typischen Geschlechterklischee mit nachverhält, ist ja auch heutzutage so ein typischer Standard, aber es gibt ja auch Mädels zum Beispiel, die auch so mit extrem Rockerklamotten so rumlaufen und trotzdem jetzt in Anführungszeichen jetzt trotzdem nur normal sind, also in Anführungszeichen normal sind, was ist heutzutage schon normal? Ja, eben. Das muss halt jeder für sich selbst rausfinden quasi. Und als du angefangen hast, dich so selber danach damit auseinanderzusetzen, wie hat sich das für dich selber so angefühlt? Hast du also dir so gedacht, steht da noch Humbug im Internet oder hast du dir eher so gedacht, Also ich habe das nie bezweifelt, dass es da ist quasi, dass es sowas gibt, dass es wirklich echt ist quasi. Aber ich habe wirklich selber erst gehofft, dass es nicht so ist. Ich habe mich zwanghaft dann auch weiblich gekleidet und weiblich angezogen und geschminkt. Gekleidet und angezogen ist das gleiche. So verhalten. Also wirklich echt extrem dann quasi. Und ja, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, es klappt einfach nicht so. Es fühlt sich nicht richtig an. Es hat auch psychisch dann halt auch ein bisschen. Und dementsprechend ist mir halt klar geworden, wie das eigentlich wirklich ist. Aber halt Angst hatte, man wird gar nicht so genommen als Mensch, wie man halt einfach nur so ist. Sondern ja, genau. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich muss mich so verhalten wie alle anderen. Am besten so, wenn ich nicht auffalle durch irgendwelche komischen Sachen, dann geht's mir gut. Und dann wird es mir auch irgendwann besser gehen, weil wenn ich mich nur dran gewöhnen muss, so nach dem Motto. Ungefähr so, ja. Und als du dann so dich nachher dran getastet hast und gemerkt hast, gut, okay, da ist vielleicht nicht unbedingt sowas, wie es vielleicht sein sollte. Wie lange hat es denn so ungefähr gebraucht, bis du dir selber gesagt hast, anderer Körper, das muss sein? Ende 18, Anfang 19 Jahre. Also so 4 Jahre so ungefähr? Ja, doch. Also am Anfang war es halt so, ja, gut, dann verhalte ich mich halt männlich, das müsste reichen und es reicht aber irgendwann einfach nicht mehr. Irgendwann sagt man so, okay, jetzt muss es losgehen. Ich bin ja jetzt auch so, dass ich eher sage, jetzt erstmal Testo wäre ganz cool und dann mal gucken, ganz langsam weiter, der Oberkörper, was in der Hose ist, ist mir mittlerweile erstmal noch voll egal, das kann noch total warten, also es geht eigentlich Step by Step, man will halt irgendwann immer mehr haben quasi. Da kommt ja auch die eigene Statur noch ein bisschen mit hin zu sagen, mal, die natürlich so ist, wie es ist. Naja, da versteht man, wird man sich wahrscheinlich auch denken, naja, vielleicht bin ich ja eher quasi vom anderen Ufer als Frau sozusagen in dem ersten Fall, dann vielleicht auch so, naja, vielleicht eher bisexuell, so in die Richtung, dass man sich wahrscheinlich selber so versuch es erstmal so ein bisschen schön zu reden, sag ich mal, weil es ist halt, denke ich mal, eine nicht gerade sehr einfache Thematik, sich zu sagen, das muss jetzt komplett alles umgeändert werden. Ja. Ach, das ist ja. Gab es mal in der Zeit auch irgendwie so diesen Wunsch oder so dieser Gedanke, dass du dir gedacht hast, dass du einfach von nächster Fall alles weggehen, dass du dir nicht gewünscht, dass du dir gesagt hast, ich will diesen Drang, einen neuen Körper, einen männlichen Körper zu haben, gar nicht haben, dass du dir gedacht hast, wenn ich morgen aufwache, wäre es cool, wenn es weg ist, dann kann ich mein Leben normal quasi weiterleben. Immer. Mittlerweile denke ich mir so, morgen aufwachen und warm männlich sein wäre schon ganz cool. Das quasi. Ja, das wäre schon cool, so richtig bam. Mit so einer übelsten Schokobanane. Okay, jetzt geht's zu weit. Oh mein Gott. Deine Taste. Kannst du mit über deine Tastensperre draus machen? Ja, oder frag dir dein Passwort. Das schneide ich alles raus. Okay. Weil die jetzt alle kommen und Handy klauen, ja. Falls du es nicht gemerkt hast, ich habe gerade einen Cut gemacht, weil wir verhindern wollen, dass Jacks Handy geklaut wird. Ja. Und wer war so die erste Person, der das damals erzählt hast, eigentlich? Mein bester Freund. Mein bester Kumpel, den habe ich so zuerst erzählt. Und der war baff oder hat er sich gedacht, oder mir egal? Es war ganz witzig. Wir waren Bücher trinken, oder sonst. Und irgendwann war ich so, ja komm, ich muss dir was erzählen, da ist was. Dann habe ich nichts erzählt. Und er hat nichts gesagt, er hat mich nicht mal angeschaut, er hat nichts gesagt, er war ganz still. Und nach
lass mich lügen, 5 Minuten kann man nur an und meinte, also für dich würde ich sogar schwul werden. Nicht mal, also, das lief besser als geplant. Hauptsache dir geht's gut. Ja. Wenn meine beste Freundin quasi einen Kerl gehabt hat, dann war ich auch schwul. Hauptsache quasi. Ich kann nicht, da kann man sich das Horn mal so ein bisschen richtig abstoßen, so nach dem Motto. Das war, ja, aber er hat akzeptiert, von daher ist das alles. Ja, das ist schon, ja, das ist schon mal cool. Und mit deinen, mit deinen Eltern? Ja. Ich glaube, das ist nochmal, eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Das war eine ganz andere Geschichte. Ich habe mich nicht geoutet, bis ich ausgezogen bin bei meiner ganzen Familie. Bei meiner Schwester habe ich es zuerst erzählt, sie hat sofort positiv aufgenommen und war nur so, ja, endlich großer Bruder, den ich haben wollte. Und das bringt ja fast nur Vorteile. Du hast endlich noch einen richtig guten schwulen Kumpel, sei es beim besten schwulen Kumpel sozusagen. Eine kleine Schwester, die sich freut, einen großen Bruder zu haben. Ja, eben drum. Also meine Geschwister sind da total positiv eingestimmt. Meine Eltern, denen habe ich es erzählt, die waren erst auf Ablehnung extrem, also die haben mir nicht zugehört, gar nichts. Also immer wenn du das Thema angeschnitten hast, dann gleich auf das andere Thema umgeschenkt oder gesagt, hier, wir haben so einen Quatsch zu erzählen, ist eine Phase und jetzt hier, hör auf damit. Genau, Phase war das richtige Wort und, oder dieses, du fühlst dich einfach nur männlich, wenn du es soweit ist, dann willst du das gar nicht mehr. Oder halt einfach dieser Satz, ja, wir akzeptieren das aber nicht. So, dann irgendwann, 2 Wochen später, wo ich dann hier alleine gewohnt habe, dann schon, habe ich mit meiner Mama 4 Stunden telefoniert, bis sie irgendwann dann auch gesagt hat, ja, wir versuchen das zu akzeptieren. So, alles läuft, ist alles okay. Sie hofft halt immer noch, dass es eine Phase ist, aber sie akzeptieren es schon mal, das ist schon mal. Also es wird lange nach und nach. Genau. Aber deswegen war das, wird immer noch mal ein bisschen schwieriger werden, wenn diese Umwandlungsphase dann eigentlich fertig ist. Auf jeden Fall. Und wenn du dann quasi als der richtige Jack quasi vor dir stehst, wie du dir das vorgestellt hast. Genau. Das ist auch, ich habe meinen Eltern gesagt, sie müssen nicht das männliche Pronomen nehmen. Alle machen es, meine Eltern müssen es nicht machen. Mhm. Oder allgemein meine Familie. Weil meine Mama halt, wie gesagt, noch der Meinung ist, es ist eine Phase, wenn sie mich als männliche Pronomen und dann auf einmal wieder weibliche Pronomen und so. Das war so richtig ein bisschen viel. Na gut, die hatte ich auch, oder gesagt, deine Namen, die ich ja von Anfang an kennen, sie sich eigentlich nur so als die sozusagen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du jemanden triffst, zum Beispiel mit uns beiden, wo ich auch immer mal das Problem hatte, zwischen die und der hin und her zu schalten. Genau. Wo ich natürlich auch versuche, halt das der zu benutzen, weil ich glaube, das ist dann auch für dich, wird sich auch für dich dementsprechend ein bisschen besser her. Genau wie meine Ärztin, die mich Herr nennt und ich bin so. Herr Jack. Man könnte natürlich auch das Jack abkürzen, auch einfach nur J machen. Hey J, wie geht's dir? Mr. J. Mr. J. Genau. So, was würde ich. Ey, no, Jack, der Name Jack überhaupt, wie, warum eigentlich? Fan von Fotogeriebe, Captain Jack Sparrow, so nach dem Motto? Zum Beispiel. Also alle Filme, die ich gesehen habe, waren meine Haupt-, also wirklich liebsten Charaktere, die sind immer alle Jack. Besonders der Joker halt auch, ne? Wie gesagt, der heißt ja eigentlich auch Jack. Und dadurch kamen halt Freunde von mir einfach auf den Namen. Das ist auch halt, wie gesagt, der Spitzname. Ich will ja nur meinen richtigen Namen dann später quasi vermännlichen. Dass ich den dann auf männlicher Schreibweise habe. Und dein richtiger Name? Eigentlich? Vivian, genau. Und dann wird er halt nicht Viviane geschrieben, wie er es jetzt ist, ja, sondern halt V-Y-V-Y-A-N. Das ist dann quasi auch Vivian ausgesprochen, oder? Genau, aber halt die männliche Form. Okay. Hier in Deutschland nicht so verbreitet, ja, aber in Amerika. Und ich will das halt meinen Freunden und auch meiner Familie, besonders meinen Eltern, einfacher machen. Mhm. Und außerdem ist das eigentlich ganz cool, wenn du dann halt männlich. Das würde ja die anderen noch mehr verwirren, weil er heißt Vivian, aber es klingt wie Mädchen, aber es ist die männliche Schreibweise von genau, Vivian. Und deswegen sage ich, solange ich den weiblichen Körper habe, Jack bleibt. Mhm. Und sobald ich dann irgendwann männlich bin, dann könnte es immer noch Jack, weil das bleibt und ist mein Spitzname quasi. Mhm. Aber ich kann halt dann mit sicherer Selbstbewusstheit sagen, jo, mein Name ist Vivian. Weil dann halt alles so passt. Weil Alter, das wird nicht nachgefragt. Dann bist du sozusagen Pokémon, was seine 3 Entwicklungsstufen mit durch war. Ja, genau. Von Vivi zu Jake und dann zu Vivian. Genau, ich bin ein ganz Pokémon. Ich lieg auch immer im Gras rum. Liegst du im Gras und jetzt das guck ich dir irgendwie. Wo ist Jake und der liegt da hinten im Gras rum? Braucht er auch Gras? Ich glaube heute nicht. Nee, heute nicht. Aber heute mal wieder nicht. Ja, ach so. Was? Was? Also Brennnessel? Habe ich ja was vom Brennnesseltee gehört? Also Kräuter? Kräuter trinken? Ja, Löwenzahn gehört. Ja, gut. Jetzt
hatte ich gerade, ich hatte gerade noch eine andere Frage gehabt, jetzt habe ich die natürlich vergessen. Schönen Dank auch. Egal, weiter geht's. Genau, die muss ich jetzt aber vorlesen, weil ich mir selber nicht genau wusste, was ich jetzt dabei dachte, weil ich auch gerade nicht weiß, wie ich die Umwelt dazu gerade finde. Und zwar, wie sollten deiner Meinung nach andere Menschen damit umgehen, beziehungsweise gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das sollten andere beachten? Ja, also kommt immer darauf an, wie die Person selbst damit umgeht, denke ich. Also ich persönlich mag es wirklich und Vorzug ist auch, dass man das männliche Pronomen bei mir nutzt. Bin aber nicht jemand, der ausrastet, wenn es mal nicht so klappt, wie es sein sollte. So, wenn andere, gibt halt auch andere, die dann halt schon eher böse werden. Beziehungsweise intolerant zu reagieren, ja. Genau. Und ich finde auch, ich persönlich finde, wenn die Leute quasi Fragen dazu haben, dass sie sich nicht die Fragen reinfressen sollten, sondern wirklich fragen sollten. Also gerade auch aus vollkommen egal, wie peinlich das quasi der eigenen Person ist, die Frage zu stellen. Genau, also man sollte schon aufpassen, dass es nicht für die andere Person peinlich ist, sondern ansonsten vielleicht so hier, ich habe mal eine private Frage. Also mehr so unter vier Augen. Langsam, ja genau, weil ich finde, umso mehr man Leute aufklärt, selber, umso einfacher wird es für die Person selbst, weil die Person gegenüber dann einfach besser versteht, was dann einem selbst vorgeht. Aber selber jetzt schon mal, ja, das kannst du dir auch nicht beantworten. Er ist selber schon mal so doof angemacht worden aufgrund deswegen oder schlechte Erfahrungen damit gemacht. Jetzt mal voll aus dem Familienkreis jetzt mal abgesehen. Nee, eigentlich nicht. Also das Einzige ist halt, wenn es gibt halt Tage, wo ich halt noch männlicher aussehe als an anderen. Okay. Und als ich beim Laufen bei einer großen Einkaufshalle war, einmal bei so einer großen Einkaufshalle, und da war ich mit einem Kumpel unterwegs und so. Und auf Männer stehe ich auch trotzdem. Dann hörst du halt nur jemanden, der Schwuchtel hinterher ruft quasi. Achso, weil er denkt, du wärst so ein extrem femininer Mann, femininer Mann zum Beispiel. Ich weiß an mir, wie leicht sein soll oder wie freuen soll, dass ich aussehe wie du. Nein, aber nur so eine Sache gab es halt, aber wegen meinem Trans an sich quasi noch gar nicht. Da können wir kurz die kurzen Abschwenken von den eigentlich fangen. Du hast ja selber mir gesagt, du willst auch so deinen eigenen YouTube-Kanal und sowas mitmachen. Wo du quasi sozusagen zeigen willst, wie diese einzelnen Schritte durch diese Hormontherapie unter anderem mit sein sollen. Ich will dann gucken, sobald ich meine richtige Psychiaterin kriege, die eigentlich mit mir mal trans mitgehen soll, dass ich vielleicht entweder da schon anfange oder erst, wenn ich meine erste Testo-Dings kriege, weil das halt ein echt anstrengender Weg ist, auch mit extrem viel Papierkram und grauen Haaren und deswegen wollte ich andere Leute einfach unterstützen oder vielleicht, dass sie vielleicht auch Leute, die denken, bin ich trans oder bin ich es nicht, denen einfach ein bisschen Erfahrung erzählen und zu gucken, ob die sich halt identifizieren können. Also auch so ein Anlaufpunkt, um selber zu schauen, wie verläuft allgemein so eine Therapie, wie sind diese einzelnen Schritte. Genau. Dass man sich selber jetzt wahrscheinlich selber nicht denkt, wer in so einer Situation ist. Das muss innerhalb von einem Monat zum Beispiel abgeschlossen sein, sage ich jetzt mal. Und dann aber er sieht, okay, gut, das ist ein längerer Prozess. Das ist wahrscheinlich sicher mal, ich sag mal, so sprachlich ein Jahr zum Beispiel mit hinzieht. Ganz genau, wenn nicht sogar schon noch länger. Aber genau, so er hat so einen Support-Kanal werden tatsächlich, genau. Hast du schon einen Namen dafür? Nein. Jack. Jack, ja, irgendwie mal gucken. Mal gucken, vielleicht. Ja, mal gucken. Da kann ich gleich noch drauf sagen, da der Kanal noch nicht existiert, werde ich den wahrscheinlich nachverlinken hier in der Videobeschreibung, wann, werden wir ja sehen, wann es soweit ist. Und wenn es soweit ist, dann kannst du mir per WhatsApp Bescheid sagen, dann mache ich nochmal ein extra Vlog dazu, da wähle ich das nochmal spontan, dann werde ich dort deinen Kanal verlinkt, dann wird das Video, was ihr jetzt hier seht, auch nochmal verlinkt und dann, ja, genau, so machen wir das. Von der medizinischen Seite aus, als du dir gesagt hast, jo, das muss jetzt alles so komplett umgemodelt werden, wir müssen quasi tiefer legen, neue Reifen müssen dran, neuer Lack und so. was war da quasi die erste Anlaufstelle, bzw. der erste Schritt, den du gemacht hast, nachdem du dir sicher warst? Gab es irgendeinen speziellen Ort oder irgendein Zentrum, was du auch besucht hast? Also das Erste, was ich halt gemacht habe, ist gewartet, bis ich ausgezogen bin. Wie gesagt. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, war, ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, zu meiner neuen, und habe mir einen Überweisungsschein geholt für den Psychiater. So, weil wenn du nicht zum Psychiater gehst, musst du deinen ganzen Kram selbst zahlen quasi. Und das ist immer noch auf der sicheren Seite, falls man doch vielleicht irgendwann mal sagt, es ist doch eine Phase. Wozu Psychiater aber halt gerne tendieren zu sagen, ja, es ist nur eine Phase. Das ist halt das Risiko. Es ist auch das Einfachste, das im Endeffekt so abzustempeln. Genau. So, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es nicht so wird, aber das war halt der erste Schritt, den ich dann gegangen bin.
und so diese jetzt die aktuellen Pläne, die du dir jetzt so gemacht hast, wie es jetzt derzeit der Verlauf ist, quasi Vorbereitung, gibt es da schon irgendwas, was du jetzt derzeit machst, irgendwie jetzt schon irgendwelche Medikamente nehmen oder jetzt auf irgendeine Warteliste, die du jetzt mit jetzt bist? Noch nicht, weil wie gesagt, meine eigentliche Ärztin ist noch krankgeschrieben, das heißt, die ist noch gar nicht da. Achso. Das heißt, die kommt erst noch und dann mal gucken, wie das abläuft. Also vom Plan her ist aber so der erste Schritt quasi gucken, abklären mit Psychiater und gleichzeitig aber auch gucken, dass halt diese Hormontherapie sozusagen anfängt sozusagen. Genau. Erstmal so ein paar Gespräche. Wenn ich jetzt negativ denke, würde ich sagen, es dauert noch ein Jahr. Also wenn ich jetzt negativ drüber nachdenke quasi. Ja, aber Oliver, so als wenn du dann so sehr drüber nachdenkst, dich freust und hinterher dauert es noch länger. Ja. Echt? Also ich gehe schon davon aus, dass es lange dauert. Und wenn es halt nicht so lange dauert, dann bin ich so, ja, das ist schön. Bist du eigentlich ungeduldig? Natürlich. Extrem, ja. Ja, klar. Das ist mittlerweile ist schon so, oh mein Gott, es geht einfach gar nicht mehr. Ja. Gibt halt Tage, an denen es ist okay. An Tagen ist es so, jo, ist halt so, wie es ist. Ne? Ich kann warten. An einigen Tagen ist es einfach so, oh mein Gott, was geht hier eigentlich vor? Ja, ich bin ja klar, als Außenstehender selber, sage ich jetzt mal, ist es schon schwer nachzuvollziehen, wie das jetzt eigentlich ist, dass dieser eigene Körper quasi, dass diese eigenen Klamotten, die wir es vorhin hatten als Thema, dass es nicht die eigenen sind, dass die einfach nicht passen, dass die scheiße sind. Das ist ja dann bei dir nochmal ein kleines Stückchen, nochmal ein bisschen anders, was ich dich vorhin auch mal gefragt habe, wegen der sexuellen Orientierung, was wir das Thema vorhin hatten. Das ja quasi, also da kann ich mal kurz was sagen, also eigentlich ist ja so, Umschwung ist ja eigentlich von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann und dann eigentlich so, wie es passt, dass man quasi sagt, wenn man von Frau zu Mann ist, dass du dir als Mann dann quasi eine Frau suchst, aber naja, kann doch nochmal ein bisschen anders sein sozusagen. Das ist in dem Fall eher, naja, statt Vin Diesel wirst du eher so Bruce sozusagen, so ach du je! Ja, genau. Stellst du dich eigentlich selber mehr so vor, dass du dann mehr so dieser typische feminine Mann mit bist? Ja, also die Frau quasi später. Mein Junge, denk doch einmal nach! Mann! Kann doch nicht wahr sein, immer das gleiche mit dir! Also sozusagen dann in der. Wenn man das so sagen will, dann ja. Gut, aber ich weiß es. Du weißt nicht, ja. Ja, ich glaube, ich wäre trotzdem eher der. Dieser, naja. Ich sag's mal ganz krass, dieser tuckige Part. Kannst du vielleicht einmal in deinem einzigen Leben mal deine Gedanken sortieren und mal versuchen, ein wenig nachzudenken? Das wäre super! Ich will mich an der Stelle nochmal kurz entschuldigen. Also, das Wort tuckig sollte in dem Fall nicht irgendwie abwertend oder beleidigend gemeint sein. Ich habe in dem Moment einfach nicht wirklich groß nachgedacht und habe es einfach so rausgehauen, was mir zuerst durch den Kopf ging. Und naja, ich glaube, das sollte man nicht immer machen, sofort das sagen, was einem durch den Kopf geht. Also, wie gesagt, tut mir leid, wenn das irgendwie ganz komisch rüberkommen sollte. Aber wie gesagt, tut mir leid, wenn das Wort irgendwie jemanden falschen Hals bekommen hat. Und jetzt weiter mit dem Video. Okay, so schlimm war auch. Entschuldigung. Aber ja, eher der Feminine. Also quasi mit Hüpfschwung und so. Nein. Keine High Heels. Aber halt nicht, nein. Ich kann nicht mehr jetzt drin laufen. Ich auch nicht. Das wollen wir mal testen. Was? Nein. Nein, keine Ahnung. Aber halt, mein Charakter ändert sich ja nicht. Ich bin ja trotzdem so, wie ich bin. Und ich bin halt eher, wenn es fremde Menschen sind, der Schüchterne. Ne? Wenn es irgendwann immer noch eine kindische, komische... Kindisch und komisch, du ach so, krass, nein. Ah, jetzt hör auch auf, du bist die Angst in Person. Also ich werde halt nicht so dieser macho, extrem obermännliche Typ. Wahrscheinlich nicht. Kannst du nochmal einsperren, bitte? Ich hab doch mal ein Datum gesagt. Ich hab's schon wieder vergessen. Du weißt ja nicht Geburtstag. Nein. Was ist das denn? Was es ist? Na, das ist ziemlich scheiße von mir. Ganz einfach. Was sind jetzt so eigentlich so deine Ansichten, wie das dieses Thema Transgender in der Gesellschaft mittlerweile so angekommen bzw. besprochen wird? Ist da jetzt schon irgendein Wandel zu sehen oder bist du der Meinung, naja, es ist noch zu wenig? Es ist zu wenig. Es ist definitiv noch zu wenig. Okay. Also ich persönlich finde, also in der Schule habe ich das noch, wie gesagt, noch nie gehört. Oder auch in der Uni noch gar nicht, überhaupt nicht. Und ich habe auch noch keine quasi Treffpunkte oder sowas. Also ich persönlich jetzt in meiner Umgebungswelt noch nicht miterlebt. Also ich persönlich finde, es ist zu wenig. Weshalb ich dann auch, wenn es soweit ist, eigene Sitzungen quasi in der Uni, so eine kleine Art wie eine Vorlesung, so eine Gruppe quasi machen will über Transgender, wo Leute hingehen können, entweder die selbst betroffen sind oder Betroffene haben, die sich interessieren oder so eine Sache.
Also hast du dich selber erstmal informiert quasi, wo es eventuell Foren gibt, wo du quasi mit anderen drüber sprechen kannst zum Beispiel. Genau, ich habe so viele Supportgruppen gefunden, wo ich halt auch drin bin. Mhm. Das ist halt ein bisschen einfacher dann immer alles. Und selber schon so irgendwelche Tipps oder Hinweise, die du halt jemandem geben könntest, der jetzt, weil ich das jetzt Video hier sieht, der selber betroffen sein könnte oder so. Ja, es kommt halt drauf an, worum es genau geht. Mhm. So just like, ich habe damals immer sehr viel geguckt, wie ich mich männlicher fühlen kann, wie ich mich männlicher kleiden kann, wie ich mich männlicher verhalte, laufe, sitze, rede, Stimmtiefe. Mhm. Also so Sachen, da habe ich halt verschiedene Sachen nachgeguckt. Und irgendwelche so direkten Internetseiten, sag ich jetzt mal, die du jetzt jemandem empfehlen könntest, damit da jemand nachlesen kann, oder welche Foren, sag ich jetzt mal, die du direkt jetzt selber bei Namen nennen könntest, da irgendwas? Also ich habe die Supportgruppen bei Facebook auf jeden Fall, also da steht bei einem Support Transgender einfach rein quasi. Mhm. Und ich persönlich bin dann auch jemand, der eher auf YouTube rumläuft und sich die Transwege anschaut. Mhm. Ich habe da noch einen, den wir rein tun. Den finde ich sehr gut, der macht sehr viel. Sagst mir danach einfach. Ja, genau, mir fällt der Name nicht ein. Kannst du mir aber WhatsApp noch schreiben? Ich pack das dann unten später als kleinen Text nochmal mit Link unten in die Beschreibung mit rein. Genau. Ja. So, jetzt sind wir jetzt kommen wir sozusagen zu den letzten zwei bzw. drei bzw. Fragen und was ja quasi mehr so diese spezielleren Fragen mit sind. Ja, genau, nur die 12. Die 12. Genau. Die anderen zwei gehen in Ordnung. Ja, gut, okay. Das ist ja die Frage, die ich öfter stelle. Es ist ja auch eine berechtigte Frage, sage ich jetzt mal. Gut, dann, okay, alle, die jetzt noch nicht 18 sind, jetzt immer mal wegschalten, so nach dem Motto. So mit 13, 14 war es ja so, dass du dir festgestellt hast, eigentlich eher lieber anderer Körper sozusagen, so ungefähr. Aber wie hat es sich angefühlt, als du das erste Mal deine Tage eigentlich hast? Das erste Mal war ziemlich egal. War einfach so, wie es ist. Genau, das erste Mal war ziemlich egal. Mittlerweile ist es so, jedes Mal, wenn es anfängt, dass du quasi dich extrem weiblich fühlst. Du wirst so nicht. Also, ich persönlich habe dann total ein Stimmungstief. Ja, gut, was ja normalerweise das heißt, ein bisschen nur mit reinzählt in diese Stimmungsschwankung, was ja ein normales Anzeichen für diese Zeit ist. Eigentlich schon, genau, aber es ist einfach, ich fühle mich dann in dem Moment einfach nicht mehr nicht. Es ist so dieses Hallo, ich will mich nur daran erinnern, dass du weiblich bist. Mhm. Genau. Sag mal, wo ich drauf drücken muss jetzt. Ach, zufälligerweise war auch gerade Mittag gehabt. Ja, also wegen diesen nicht männlich fühlen und so, ja. Ja doch, da war auch halt stehen geblieben. Entschuldigung. Ja. Ja, jetzt so mal aus. Also wie halt, also mal lach mich nicht aus. okay, gut, jetzt habe ich wieder. Also auch nicht nur Stimmungsstief. Stimmungstief, der Stimmungstief. Aber also extreme Stimmung und Tief, genau so Richtung Depression fast, was in dieser Zeit so ist. Oder? Kann man so sagen, also das wäre eher so ein Tag, wo ich halt wirklich eher zu Hause bleiben würde und dann im Bett liegen würde und einfach gar nichts machen würde, nicht rausgehen und sonstiges, damit niemand sieht, wie weiblich ich eigentlich bin, quasi, obwohl ich aussehe, wie jeder andere Tag auch. Das ist natürlich. Ja, was man allgemein, was ich fast jeder Mensch schon mit sich rumdenkt, immer so, was das eigene Aussehen betrifft eigentlich. Genau. Wie bin ich von meinem eigenen Aussehen her so gut angepasst, dass mich eigentlich da draußen jeder akzeptiert, obwohl es ja absoluter Schwachsinn ist. Weil es ja nur darum geht, du guckst in den Spiegel und da steht die einzige Person, die dich akzeptieren muss. Eben drum, aber es ist halt einfach dieses, man versucht halt wirklich den ganzen Tag, dass man als Herr angesprochen wird oder mit dem männlichen Pronomen, wo man sich da total freut drüber. Mhm. Da arbeitet man halt extrem dran. Und jetzt noch zum Schluss dann so, schon irgendwelche Ziele, Pläne, wenn das alles so vorüber ist, was du machen willst? Ich freue mich so darauf, einfach nur in Boxershorts rumzulaufen oder ins Schwimmbad zu gehen. Ne? Ich geh ja nicht gerne ins Schwimmbad. Mhm. So, und ich freue mich einfach drauf sozusagen, yo, ich gehe jetzt ins Schwimmbad, ne, easy going. Und wenn es einfach warm ist, einfach T-Shirt aus, Oberkörper frei, einfach easy going. Das ist ja das, worauf ich mich am meisten freue. So Beachboy-mäßig sozusagen. Ja, ungefähr so kann man das. Also wäre das sozusagen in der Zukunft für dich was, so ein schwuler Beachboy sozusagen. Ich gehe nicht gerne in die Sonne. Kann ich verstehen, geht mir genauso. Also das geht mir auch nicht gerne. Was hat denn das Scheiße, ey? Da verbrennt man einfach, oder wird zu Stein. Ist so. Das macht keinen Spaß. Nee. Aber jetzt,
Welche anderen? Also willst du dich einfach nur freuen? Ja. Willst du dich einfach nur freuen? Einfach nur freuen, einfach da sitzen und freuen. Also mit so riesen Grinsen, nicht so, so SpongeBob-Grinsen sozusagen. Ja, genau, ich bin der eine mit den glücklichsten Menschen auf Erden. Ganz ehrlich. Ja. Lebensziel erfüllt dann sozusagen. Genau. Ja. Und alles weitere? Gibt es da auf dem Kanal zu sehen, wenn der irgendwann da ist? Wenn der irgendwann auf die Welt gekommen ist sozusagen. Irgendwann, das wird schon. Aber das ist nicht zu viel Zeit. Nee. Wehe. Ich sehe das. Ich merke das. Ich krieg das. Nee, stress dich da einfach nicht. Nee, das kriegen wir nicht. Ja, und wenn das natürlich so in Zukunft natürlich auch so weiter so abläuft, dann war der Jack ab und zu mal öfters auch mal hier auf dem Kanal mit ansehen. Das wird doch gut. Sicherlich, vielleicht ist er am Anfang jetzt nicht gleich im Sonic-Stuff mit drin. Ich glaube, da ist er ein bisschen zu sehr außerhalb. Ein bisschen ist gut, glaube ich. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen Sonic, ein bisschen. Naja, ich sag's mal so, das Gute ist ja, da sind wir ja flexibel, ihr kennt das ja mittlerweile, dass da auch andere auch Schwachsinn mitgemacht werden kann. Und wenn's nur ein Stativ ist. Ja. Süß. Mein laufendes Stativ, aber nicht zu sehr wackeln, kein Dattrich haben. Darf ich dir dein Handy zurückgeben? Irgendwann. Man, wir müssen noch einen Arm drücken machen. Na gut, heute nicht mehr. Jo. Gut, bist dann froh, wenn jetzt gleich die Kamera aus ist. Ja. Ich sehe gerade dein Bein die ganze Zeit. Weil es ist vorbei. Mach doch aus, hör auf mich so voll zu quatschen. Gut. Und wer einer von euch gibt ein bisschen Kommentar, dann gibt es eine Schelle. Zweimal. Von Jake und von mir. Du zuerst. Ich doch zuerst. Du jetzt fest. Ja. Okay. Ja, ich spring vorher drauf. Ich setz mich vorher drauf. Alles klar, das ist natürlich gut. Weil hinsetzen, weil wenn ich eins gut kann, dann ist es sich hinsetzen. Das kann ich ganz gut. Gut, dann mache ich hier mal aus und bis später.